Shalom Aleichem. Schon seit alten Zeiten war immer zwischen Menschen wichtig die Ehre. Heute nennt man das Rating. Rating heißt, wer bekommt mehr Zuschauer, wer bekommt mehr Menschen. Die Menschen haben sich bewerbt. Früher in den alten Zeiten, wo es war keine Statistiker, die Menschen haben gezeigt, wer ist mehr populär mit den Füßen. Der hat gehabt mehr Menschen, der war mehr populär. Und genauso war zwischen Verkäufer, Politiker, Sprecher, Rhetoriker und auch Tora-Gelehrter. Und seit immer war immer eine Diskussion, ob viele Menschen zeigen Qualität oder Quantität. Das heißt, wenn kommen viele Leute, zeigt das, dass die Menschen sind qualitativ oder nicht unbedingt? Ich denke nicht unbedingt. Also, wir erzählen euch jetzt eine Geschichte von Talmud und die Geschichte spricht sehr viel an. Rabbi Abau und Rabbi Chia sind gekommen zu einer Stadt. Rabbi Abau hat eine Predigt gehalten in Legende, Geschichte, Fabel. Rabbi Chia hat gehalten eine Rede in Halacha. Alle haben gelassen Rabbi Chia Baraba und gegangen zu der Predigt von Rabbi Abau. Mit den Fabeln. Mit den Fabeln, mit den Geschichten. Ja. Rabbi Chia war sehr beleidigt. Er hat vorbereitet eine schöne Halacha, qualitative. Und er sieht, dass die Quantität ist gegangen zu Rabbi Abau. Chalshadato, sein Gefühl war sehr schwach. Rabbi Abau hat ihm gesagt, ich werde dir ein Beispiel geben. Was passiert, wenn einer kommt zum Stadt, einer verkauft Diamanten und einer verkauft Paprika oder Kartoffel oder Zwiebel? Alle gehen zum Paprika und Kartoffeln und Minesitkit und einfache Sachen zu verkaufen. Brötchen. Und so, als sie waren in der Stadt, Rabbi Abau wollte Rabbi Chia ein bisschen besänftigen, wie man sagt, trösten. Er hat ihn begleitet bis sein Hotel. Ja? Und an dem Tag hat er ihn noch länger begleitet nach Hause. Also nicht ein bisschen und dann tschüss, sondern bis nach Hause soll er beruhigt sein. Und auch dann war er nicht getröstet. Was steckt sich hier in die Geschichte? Neid oder Vergleich mit jemand. Neid bringt Hass, den man nicht regieren kann. Das ist ein Gefühl von normal von einem Mensch, dass jemand ist besser als ihm. Er leidet davon. Kann man es nicht ändern. Und wenn ihr glaubt, das ist nur Rabbi Abau und Rabbi Chia, was steht geschrieben in Sota, in Talmud, Seite 40, zitiere ich euch jetzt etwas von Dvorim Rabbe, von Torah, von Midrash. Gott hat gesagt, zu Moshe soll er rufen Joshua. Und Moshe ist gegangen zu Joshua und hat gesagt, komm, wir gehen beide zusammen. Die sind gegangen zu Oel Moed, kam eine Wolke und Gott hat gesprochen mit Joshua und nicht mit Moshe. Sagte Moshe, was hat dir die Rede gesagt, was hat dir Hashem gesagt? Sagte mir Joshua, wenn Hashem hat mit dir gesprochen, jahrelang habe ich dir nie gefragt, was hat dir Hashem gesagt. Und dann in diesem Moment, Moshe hat geschrien, 100-mal sterben und nicht eine Neid. Und König Shlomo sagt, Ki azak amavet ahava, kashak ishol kina. Also die Liebe ist schwierig wie Tod und wie die Sheol, wie die Erde, wie die Grube, wie die Höhle, ist schwierig dem Neid. Verstanden? Also die Liebe, die hat Moshe gehabt zu Joshua und auch der Neid, der hat er gehabt zu Joshua. Das heißt, Liebe und Neid, die sind sehr nah beieinander. Jetzt. Neid macht die Menschen gelähmt. Auch Moshe Rabbeinu, so ein demütiger Mensch, ist nicht frei davon. Zu sehen, ein anderer Mensch, auch wenn das ist deine Schüler, der du so liebst, sitzt auf deinem Stuhl, erlebt deine Erlebnisse, macht deine Handlungen und du siehst und du schaust nur von der Seite. Es brennt die ganzen Kischkes von einem Mensch, auch wenn das ist Moshe Rabbeinu.
Moshe kann nicht jetzt von Joshua kriegen Befehle, was zu tun. Zu stehen vor seiner Linke und hören, was er sagt. Und zu sehen, dass Joshua kriegt Gespräche mit Hashem und er muss nur gucken. Müssen wir erkennen, unsere tiefen Kraft, diesen verborgenen Neid, die wir haben. Wir müssen wissen, manchmal weggehen, lassen die Bühne jemand anders. Für unsere Kinder, für unsere Schüler, für unsere Mitmenschen, damit soll unsere Neid soll nicht verbrennen. Hast du verstanden? Was hast du verstanden? Was ist der Mittelpunkt? Soll man... Neid ist eine sehr gefährliche Sache. Hass, die verbunden mit Neid, kann man nicht korrigieren. Kann man nicht korrigieren. Das ist sehr, sehr schwer. Deshalb muss der Mensch sehr, sehr frühzeitig... Neid ist eine Bombe. Neid ist eine Kochmeschatek. Es ist eine Kraft, die macht den Mensch gelähmt. Es lässt ihm nicht weiter Kräfte zu denken über andere. Wenn jemand ist besser als ihm, er fällt in ein Loch. Verstanden? Gott soll helfen, soll er uns nicht bringen, Nisayon, Versuchung, dass er uns nicht in Versuchung stellt. Shkoyach.